versucht habe, ihn zu ermorden. Ganz unschuldslamm scheint Ritter Mallory aber nicht gewesen zu sein. Dann wäre er nicht nach seinen zahlreichen geglückten Ausbruchsversuchen immer wieder in schweren Ketten zurück in die Gefängnisse gebracht worden. Der Tower von London ist die letzte Station auf Mallorys Odyssee durch die Bürgerkriegswirren in England. Hier kommt er zur Ruhe und beginnt mit dem Buch über den Sagenkönig Artus. Eine Parabel über die Niederträchtigkeit seiner Zeit, die er am eigenen Leib erfahren hat. Der Tower ist der Hochsicherheitstrakt für besonders gefährliche politische Gefangene in Englands dunklen Zeiten. Von der Themse aus werden die Verurteilten mit Booten durch ein Wassertor hereingebracht. Kaum jemand kommt lebendig wieder heraus. Mallory hasste natürlich Gefängnisse. Als er das erste Mal in einer Burg einsaß, sprang er in den Wassergraben, schwamm hindurch, Freunde brachten Pferde und so entkam er. Ein anderes Mal war er an der Ostküste im Gefängnis. Dort stachelte er die Insassen auf und sie kämpften sich mit Beilen den Weg frei. In einem Londoner Gefängnis brach ein Feuer aus und viele Leute entkamen. In einem anderen gab es einen Aufstand. Wir wissen nicht, ob Mallory der Unruhestifter war, aber es scheint, dass er nicht gerne länger im Gefängnis blieb. Mit welchem Gefühl wird Thomas Mallory im Jahre 1469 durch die schweren Türen vorbei an dicken Mauern gegangen sein? Das ist der sogenannte Beauchamp-Turm, einer der ältesten Teile des Tower of London. In so einem Raum wird auch Mallory gesteckt haben. Ziemlich behaglich und geräumig, wie man sieht. Das ist vermutlich ein größeres Fenster als ursprünglich. Seine Frau, seine Kinder und Freunde durften ihn hier besuchen. Er musste schließlich selber für alles bezahlen. Ziemlich merkwürdig, für die Unterkunft zu zahlen, wenn man inhaftiert ist. Es hing also allein davon ab, wie reich oder arm man war, ob man sich einen großen Raum leisten konnte oder nur einen kleinen, den man mit anderen teilen musste. Der Artus-Erfinder Sir Thomas Mallory hatte offenbar Mittel genug für die Luxus-Suite im Tower. Und für teures Papier, Tinte und Feder. Er wird in den 2 Jahren seiner Haft viel Geld dafür bezahlen. Mehr als 800 Seiten dick ist das Manuskript am Ende über den Tod König Artus und die Abenteuer der Ritter der Tafelrunde. Die City of London, nicht weit von Tower und St. Paul's Cathedral gelegen. Ein Geldzentrum der Welt mit Börse und Banken. Hier herrscht nur noch der Mythos vom schnellen Geld. Zu Mallorys Zeiten stand hier das größte Kloster Londons, damals das spirituelle Zentrum des Königreiches. This is Greyfriars Church. Das ist heute die Greyfriars Church. Und hier war einmal das Längsschiff einer der größten Kirchen in London. Das Hauptschiff der Kirche und dahinter war der Chor. Sie war fast so groß wie die St. Paul's Cathedral und genauso geachtet. Hier wurden die Könige und Königinnen beerdigt, die Ritter und ihre Damen. Wir haben eine lange Liste mit all den Menschen, die hier beigesetzt wurden. Ein Name darauf ist Sir Thomas Mallory von Warwickshire. Wir wissen also, dass er hier beerdigt wurde. Am Ende seines Lebens wurde Mallory aus dem Gefängnis entlassen und lebte vermutlich als 70-Jähriger in diesem Kloster bei den Mönchen. Wir wissen, dass er in London blieb. Und wir kennen sein Grab. Gleich hier, um diese Ecke herum.
Hier war ursprünglich die Kapelle von St. Francis. Wir wissen, dass Mallory in dieser Ecke beerdigt wurde. Dies ist der Grabstein von jemand anderem aus dem 18. Jahrhundert. Aber hier war vorher Mallorys Grab. Vermutlich mit schwerem Steindeckel und dem Abbild eines Ritters. Und wir kennen den Schriftzug. Hier liegt Sir Thomas Malory, der edle Ritter. Mir gefällt das Wort edel für Malory. Es bedeutet stark, aufrecht und ehrlich. König Artus. Geschöpf seines Erfinders Thomas Malory und Vorbild zugleich. Mit ihm fand der gestrauchelte englische Ritter ein persönliches Lebensideal. Mit Artus' Tod beginnt die Erinnerung der Menschen an ein goldenes Zeitalter. Der Mythos seiner Rückkehr wird geboren. Irgendwann aus den Nebeln von Avalon. Trost für vergangene Zeiten und für heute ebenso. Dass wir Artus brauchen, belegt ja die reiche Literatur und die reiche Filmliteratur, die wir dazu haben. Dass er immer wieder neu interpretiert werden kann, nach dem einen oder anderen mittelalterlichen Stoff oder Traditionsschienen sozusagen, die wir vorfinden, im Mittelalter schon angelegt. Es ist ja ein Riesenunterschied zwischen Geoffrey und Chrétien und Hartmann von Aue und Wolfram von Eschenbach und Mallory eben. Und da kann man sich heraussuchen, da ist für jeden was drinnen. Und Artus wird überhaupt nicht überflüssig und er hat auch nie aufgehört zu existieren, nicht? Also in der Literatur meine ich jetzt natürlich. Auf der Reise durch das arthurische Sagenreich haben wir die britischen Inseln verlassen. Wir sind im Camelot Deutschlands eingetroffen, auf der Wartburg in Thüringen. Weithin sichtbar erhebt sich die Burg auf einem schmalen Fels, 220 Meter über der Stadt Eisenach. Die Wartburg ist wohl die deutscheste aller Burgen. Hier lebte Anfang des 13. Jahrhunderts die später heilig gesprochene Elisabeth von Thüringen. Hier hielt sich der Reformator Martin Luther versteckt und übersetzte 1521 das Neue Testament ins Deutsche. Und hierhin hatte 1207, so erzählt die Legende, Landgraf Hermann I. die bedeutendsten Dichter Mitteldeutschlands und Österreichs zu einem ganz besonderen Artusfest eingeladen, dem berühmten Sängerstreit. Die Dichter kämpften nicht mit Schwertern und Lanzen, es war ein Wettstreit mit Schreibfeder und Laute um ihren gesellschaftlichen Rang. Wenn es ihn denn gegeben hat. Der Sängerstreit auf der Wartburg sorgte jedenfalls dafür, dass der Thüringer Landgraf Hermann im Licht des Sagenkönigs als großer Mäzen leuchten konnte. Die Dichter trugen ihrerseits zu Artus' Verehrung bei. Sie schöpften kunstvoll vom Mythos seines Hofes, erzählten von Aventüren und Liebesschmerz, der Gralssuche, dem Kampf gegen Zauberer und von ritterlicher Gemeinschaft, die sie auf der Wartburg nun in ihrer Wirklichkeit vorfanden. Eines der bedeutendsten Bücher des deutschen Mittelalters ist die Manessische Liederhandschrift. In ihr sind Werke und Bildnisse der streitenden Sänger von der Wartburg enthalten, darunter auch vom größten Poeten der damaligen Zeit. Hier haben wir Herrn Walter von der Vogelweide. Das berühmteste Bild der mittelalterlichen Lyriküberlieferung kennen alle irgendwo, wie er hier auf diesem kleinen begrünten Vorsprung da sitzt, man sieht die Blümchen, wie er ganz in sich gesunken nachzudenken scheint. Und das sagt er dann in einem Lied, wenn wir umblättern, finden wir es gleich, wie er erzählt, ich saß auf einem... Der englische Ritter, ein persönliches Lebensideal.
Mit Arthurs Tod beginnt die Erinnerung der Menschen an ein goldenes Zeitalter. Der Mythos seiner Rückkehr wird geboren. Irgendwann aus den Nebeln von Avalon. Trost für vergangene Zeiten und für heute ebenso. Dass wir Artus brauchen, belegt ja die reiche Literatur und die reiche Filmliteratur, die wir dazu haben. Dass er immer wieder neu interpretiert werden kann. Nach dem einen oder anderen mittelalterlichen Stoff oder Traditionsschienen sozusagen, die wir vorfinden, im Mittelalter schon angelegt. Es ist ja ein Riesenunterschied zwischen Geoffrey und Chrétien und Hartmann von Aue und Wolfram von Eschenbach und Mallory eben. Und da kann man sich heraussuchen, da ist für jeden was drinnen. Und Artus wird überhaupt nicht überflüssig und er hat auch nie aufgehört zu existieren, nicht? Also in der Literatur meine ich jetzt natürlich. Auf der Reise durch das arthurische Sagenreich haben wir die britischen Inseln verlassen. Wir sind im Camelot Deutschlands eingetroffen, auf der Wartburg in Thüringen. Weithin sichtbar erhebt sich die Burg auf einem schmalen Fels, 220 Meter über der Stadt Eisenach. Die Wartburg ist wohl die deutscheste aller Burgen. Hier lebte Anfang des 13. Jahrhunderts die später heilig gesprochene Elisabeth von Thüringen. Hier hielt sich der Reformator Martin Luther versteckt und übersetzte 1521 das Neue Testament ins Deutsche. Und hierhin hatte 1207, so erzählt die Legende, Landgraf Hermann I. die bedeutendsten Dichter Mitteldeutschlands und Österreichs zu einem ganz besonderen Artusfest eingeladen, dem berühmten Sängerstreit. Die Dichter kämpften nicht mit Schwertern und Lanzen, es war ein Wettstreit mit Schreibfeder und Laute um ihren gesellschaftlichen Rang. Wenn es ihn denn gegeben hat. Der Sängerstreit auf der Wartburg sorgte jedenfalls dafür, dass der Thüringer Landgraf Hermann im Licht des Sagenkönigs als großer Mäzen leuchten konnte. Die Dichter trugen ihrerseits zu Artus' Verehrung bei. Sie schöpften kunstvoll vom Mythos seines Hofes, erzählten von Aventüren und Liebesschmerz, der Gralssuche, dem Kampf gegen Zauberer und von Ritteuer der Ritter der Tafelrunde. Die City of London, nicht weit von Tower und St. Paul's Cathedral gelegen. Ein Geldzentrum der Welt mit Börse und Banken. Hier herrscht nur noch der Mythos vom schnellen Geld. Zu Mallorys Zeiten stand hier das größte Kloster Londons, damals das spirituelle Zentrum des Königreiches. This is Greyfriars Church. Das ist heute die Greyfriars Church. Und hier war einmal das Längsschiff einer der größten Kirchen in London. Das Hauptschiff der Kirche und dahinter war der Chor. Sie war fast so groß wie die St. Paul's Cathedral und genauso geachtet. Hier wurden die Könige und Königinnen beerdigt, die Ritter und ihre Damen. Wir haben eine lange Liste mit all den Menschen, die hier beigesetzt wurden. Ein Name darauf ist Sir Thomas Malory von Warwickshire. Wir wissen also, dass er hier beerdigt wurde. Am Ende seines Lebens wurde Mallory aus dem Gefängnis entlassen und lebte vermutlich als 70-Jähriger in diesem Kloster bei den Mönchen. Wir wissen, dass er in London blieb. Und wir kennen sein Grab. Gleich hier, um diese Ecke herum. Hier war ursprünglich die Kapelle von St. Francis. Wir wissen, dass Mallory in dieser Ecke beerdigt wurde. Dies ist der Grabstein von jemand anderem aus dem 18. Jahrhundert. Aber hier war vorher Mallorys Grab. Vermutlich mit schwerem Steindeckel und dem Abbild eines Ritters. Und wir kennen den Schriftzug.
Hier liegt Sir Thomas Malory, der edle Ritter. Mir gefällt das Wort edel für Malory. Es bedeutet stark, aufrecht und ehrlich. König Artus. Geschöpf seines Erfinders Thomas Malory und Vorbild zugleich. Mit ihm fand der gestrauchelte englische Ritter ein persönliches Lebensideal. Mit Artus' Tod beginnt die Erinnerung der Menschen an ein goldenes Zeitalter. Zu zahlen, wenn man inhaftiert ist. Es hing also allein davon ab, wie reich oder arm man war, ob man sich einen großen Raum leisten konnte oder nur einen kleinen, den man mit anderen teilen musste. Der Artus-Erfinder Sir Thomas Malory hatte offenbar Mittel genug für die Luxus-Suite im Tower. Und für teures Papier, Tinte und Feder. Er wird in den 2 Jahren seiner Haft viel Geld dafür bezahlen. Mehr als 800 Seiten dick ist das Manuskript am Ende über den Tod König Artus und die Abenteuer der Ritter der Tafelrunde. Die City of London, nicht weit von Tower und St. Paul's Cathedral gelegen. Ein Geldzentrum der Welt mit Börse und Banken. Hier herrscht nur noch der Mythos vom schnellen Geld. Zu Malorys Zeiten stand hier das größte Kloster Londons, damals das spirituelle Zentrum des Königreiches. This is Greyfriars Church. Das ist heute die Greyfriars Church. Und hier war einmal das Längsschiff einer der größten Kirchen in London. Das Hauptschiff der Kirche und dahinter war der Chor. Sie war fast so groß wie die St. Paul's Cathedral und genauso geachtet. Hier wurden die Könige und Königinnen beerdigt, die Ritter und ihre Damen. Wir haben eine lange Liste mit all den Menschen, die hier beigesetzt wurden. Ein Name darauf ist Sir Thomas Malory von Warwickshire. Wir wissen also, dass er hier beerdigt wurde. Am Ende seines Lebens wurde Malory aus dem Gefängnis entlassen und lebte vermutlich als 70-Jähriger in diesem Kloster bei den Mönchen. Wir wissen, dass er in London blieb. Und wir kennen sein Grab. Gleich hier, um diese Ecke herum. Hier war ursprünglich die Kapelle von St. Francis. Wir wissen, dass Malory in dieser Ecke beerdigt wurde. Dies ist der Grabstein von jemand anderem aus dem 18. Jahrhundert. Aber hier war vorher Malorys Grab, vermutlich mit schwerem Steindeckel und dem Abbild eines Ritters. Und wir kennen den Schriftzug. Hier liegt Sir Thomas Malory, der edle Ritter. Mir gefällt das Wort edel für Malory.